Keine Dummheiten. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Wegen Ihrer Tochter. Fragen Sie nur weiter. Okay, gut, Sie haben recht. Ich wollte nur, ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird gut. Okay, okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, hi, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will Sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, Hallo? Wenn Sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Hat das Mädchen irgendwas von einer Klippe gesagt? Nein, aber sie meinte, sie wäre nach Norden unterwegs. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Küste. Keine Spur von ihnen hier. Keine Spur von ihnen, nur Bäume. Davon ist Rauch. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung! Helikopter! Warum zum Teufel sollten sie das tun? Warte! Tut mir leid, ich muss mal kurz übernehmen.
Tut mir leid, Kumpel. Ich muss mal kurz übernehmen. Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosaurier-Sphären durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann! Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar! Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Hey, warte mal. Ich hab was gehört. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Alles okay? Oscar, Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich, Großer. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Das ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad?
hab dir doch gesagt, dass es bei deinem nächsten Besuch viel mehr zu sehen gibt. Diese Achterbahnen wurden noch nicht mal ans Stromnetz angeschlossen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hierbleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sinne. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Sinne zu bekommen. Hey, Dad! Wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen. Und Wagen zum Sitzen draufheben. Bewegt das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Suchen Sie also die Wagen aus. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Na klar, denn im Jurassic Park wird Sicherheit großgeschrieben. Hier ist nichts. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn.
Versuch nur zu helfen. Halten Sie das Ding bloß fern von mir. Okay, tut mir leid. Damit sollte ich reinkommen. Super! Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht ran. Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Hey, Dad, wie wär's, wenn wir den Kran komplett ausfahren und von oben Bungee springen? Das glaube ich nicht. Hast du diesmal einen besseren Plan für den Haken? Kran fahren! Ich will zuerst! Auf keinen Fall! Hast du diesmal einen besseren Plan für den Haken? Dad, Dinos angeln, oder? Was sagst du? Bist du jetzt völlig durchgedreht? Hast du diesmal einen besseren Plan für den Haken? Okay, vielleicht habe ich mich zu früh über den Haken gefreut. Ich bin ratlos. Hast du diesmal einen besseren Plan für den Haken? Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Super! Okay, schon mal einer. Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Oh, cool! Okay, komm zurück. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene drei Wagen in der richtigen Reihenfolge. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Schienen. Die Achterbahn startet erst, wenn alle drei Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Los, das Gerüst muss von der Schiene runter! Ja klar, das Gerüst bewegt sich kein Stück, es sei denn, sie sind sehr viel stärker, als sie aussehen. Einfach sieben! Ich kann nicht. Schieben Sie doch.